Tag 7, Tag der Entscheidung. Noch sind die Werkstore besetzt, doch die Helden werden langsam mürbe. Sie wissen, dass die Werksleitung nicht mit ihnen sprechen wird und ihr Betriebsrat nicht mehr hinter ihnen steht. Am Solidaritätszelt an Tor 1 werden die Streikenden unsicher, denn sie wissen mittlerweile, dass die Belegschaft gespalten ist. Ja, die Stimmung ist jetzt nervös, weil wir ja alle nicht wissen, wie um 11 Uhr die Abstimmung ist. Man kann jetzt nicht sagen, wir bleiben hier, aber man kann auch noch nicht einen Trend sehen, dass wir alle wieder reingehen. Also deswegen ist ein bisschen ängstlich, sage ich einfach mal. Im Ruhrkongress versammeln sich um 11 Uhr Belegschaften aller drei Werke. Die Mitarbeiter sind angespannt. Zum ersten Mal in der Geschichte des Bochumer Standortes sollen sie über das Ende oder die Fortsetzung eines wilden Streiks abstimmen. Selbst durch Familien geht ein Riss. Ich werde in diese Abstimmung reingehen, indem ich sage, wir haben noch nicht genug erreicht. Also das, was bisher uns gesagt worden ist, klingt uns zu schwammig oder klingt mir zu schwammig. Ich bin nicht ganz der Meinung wie meine Schwester. Ich denke mir, 4 Tage war jetzt die Warnung erstmal genug. Und wir sollten schon wieder arbeiten. Ich denke, wir machen das Werk kaputt, wenn wir noch länger streiken. Wir wollen es ja aufrechterhalten. Wir können jederzeit wieder streiken, wenn jetzt nichts passiert. Aber wir müssen den Managern und dem Betriebsrat jetzt die Gelegenheit geben, vernünftig zu verhandeln und Resultate zu bringen. Und dann werden wir weitersehen. Offensichtlich ist auch der Betriebsrat unsicher, was die Mehrheit will. Deshalb lässt er keine freie Aussprache zu. Er zwingt die Belegschaft dazu, zu wählen zwischen Verhandlung oder Streik. Die Frage lautet: Soll der Betriebsrat die Verhandlung mit der Geschäftsleitung weiterführen und die Arbeit wieder aufgenommen werden? Ja oder nein? Was da mit dem Wahlzettel passiert ist, unter diese komische Formulierung, ist eine Irreführung gewesen. Das können wir nicht anerkennen. Wir sind fassungslos, sind wir teilweise, was da mit uns abgespielt wurde. Und grausam, grausam. Die Taktik des Betriebsrates funktioniert. 4.600 Opelaner wollen wieder arbeiten, 1.700 nicht. Es bleibt ein bitterer Nachgeschmack. Jetzt steht Antwerpen, Rüsselsheim kann nicht mehr produzieren. Also jetzt sind wir führen eigentlich 2-0 und jetzt werden die besten Spieler rausgenommen. Das ist jetzt eine der Versammlungen, die ich noch nie so mitgemacht habe, halt mit diesen Kontrollen, also dass die Bilder verglichen werden und Taschen kontrolliert werden. Und sonst stehen auch immer Saalmikrofone in der Halle, dass also die Kollegen sich von ihren Plätzen dahin begeben können, Fragen stellen, mitdiskutieren können. Und die gab es halt nicht. Es gab halt nur das Mikrofon oben auf der Bühne, wo die Betriebsräte saßen. Und das war dann hinterher durch den Werkschutz abgesperrt, der Aufgang dahin. Pressekonferenz des Betriebsrats. Hinter den Kulissen erklärt die IG Metallspitze, dass General Motors gedroht habe, noch einen Tag länger und das Werk werde dicht gemacht. Der Betriebsratsvorsitzende ist mit den Nerven runter. Die Belegschaft hat sich heute einstimmig dafür ausgeschlossen, dass die Verhandlungen vom Betriebsrat weitergeführt werden. Unterschiede gab es, wenn man den so bezeichnen kann, eigentlich nur in der Frage, welcher Weg ist der richtige. Und um den richtigen Weg zu finden, haben wir auch heute in unserer Belegschaftsversammlung unsere Kollegen vor folgende Fragen gestellt. Erstens, sollen wir die momentanen Informationsveranstaltungen unterbrechen? Zum einen und zum anderen, soll der Betriebsrat weiter mit der Geschäftsleitungsseite verhandeln? Wir haben unsere Position. Der Betriebsrat hat sein Ziel erreicht. Also die Arbeit, davon können Sie ausgehen, wird um 15 Uhr wieder im Bochumer Werk in allen Bereichen aufgenommen.